Ja, hallo meine Freunde, hier ist der Manuel und ich möchte heute ein kleines Video zum Thema Selbstständigkeit machen. Einen meiner letzten Videos habe ich ja gefragt, ob das euch interessieren würde. Haben ein paar gesagt, ja, würde mich interessieren. Insofern mache ich es doch gleich, vorher noch einen Schluck Kaffee. Und zwar habe ich dann eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert so mit der Technik. Wir gucken einfach mal und auf los geht's los. Also, Selbstständigkeit. Tadadada. Selbstständig sein bedeutet. Ja, hier habe ich jetzt einfach mal ein paar Punkte. Ja, was meine Erfahrung so mit sich bringt, was Selbstständigkeit bedeutet. Natürlich als allererstes, man ist sein eigener Chef. Das war für mich auch der wichtigste Grund, denn ich habe es irgendwann mal gehasst zu arbeiten und andere verdienen an meiner Arbeit mehr Geld als ich selber. Ja, das war so ein Punkt, da ich mir gedacht, das muss nicht sein, das muss ich ändern. Auch dieses gesagt zu bekommen, was ich zu tun habe, ja, war für mich ein sehr wichtiger Punkt, dass man eben keinen Chef mehr hat. Der große Unterschied zu dem Angestellten ist eigentlich, dass man eben seine Leistungen oder auch Produkte eben nicht mehr auf Lohn einem Arbeitgeber anbietet, sondern eben auf Rechnung anbietet und dann eben verkauft. Ja. Daraus ergibt sich, dass man kein festes Einkommen hat. Ja, das ist natürlich für viele dann auch ein Problem und damit muss man klarkommen, muss man planen können. Aber natürlich ja, kommt das Geld nicht immer am 1. jeden Monats auf euer Konto, sondern je nachdem, wann halt auch Kunden zahlen, wie eure Auftragslage ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir haben dann, und das ergibt sich eben auch daraus, keinen Arbeitgeber mehr, aber wir haben Kunden, denen wir auch verpflichtet sind. Ja, ich habe genauso als Selbstständiger Deadlines. Ich habe Projekte, an denen ich zeitlich gebunden bin, teilweise sogar örtlich gebunden bin. Das ist ein anderes Verhältnis, denn ich suche die mir ja selber aus, wenn ich es mir leisten kann, auch mal Nein zu sagen zu dem Kunden. Ja, und das ist aber trotzdem aber auch ein bindendes Verhältnis irgendwo. Ja, wer zahlt, schafft halt auch an, auch als Selbstständiger. Nur eben sind es dann halt die Kunden. Das bedeutet aber auch, dass man keine soziale Absicherung mehr durch den Arbeitgeber hat. Ja, das heißt, man muss es natürlich selber machen, hat auch wiederum Vor- und Nachteile. Man sollte dann natürlich auch eine selbstverantwortliche Vorsorge betreiben, nachdem das eben nicht mehr abgenommen wird. Und es bedeutet für mich auch als wichtiger Vorteil eine freie Einteilung meiner Zeit und meiner Ressourcen. Ja, ich habe zwar Abgabetermine, kann aber meine Zeit frei gestalten. Ich habe nicht mehr diese Arbeitszeit, an die ich mich halten muss, sondern ich muss einfach meine Arbeit erledigen, ja, so dass meine Kunden zufrieden sind. Und wie ich das mache, das ist meine Sache. Ja, das heißt, ich kann auch mal in der Nacht arbeiten, wenn ich das möchte. Und ich kann mal an einem schönen Sommertag mittags ins Schwimmbad oder an den See fahren, und die Arbeit dann halt am Abend reinholen. Das ist für mich super wichtig, diese Freiheit zu haben. Es geht weiter. Es bedeutet dann natürlich auch, dass ich nicht nur einen Job habe. Das heißt, ich kann natürlich auch als Konzept meiner Selbstständigkeit mehrere Dinge machen. Und als Arbeitnehmer kann ich das eigentlich nicht, ja? Außer ich habe halt zwei Jobs, zwei Halbtagsjobs. Aber ich kann einfach sagen, ich mache im Frühjahr dies, im Sommer jenes. Ich kann sagen, ich mache unter der Woche dies, am Wochenende jenes. Ich kann theoretisch zwei, drei, vier Jobs miteinander vereinen. Ich mache das ja auch selber. Ja, ich bin Dozent oder Referent oder Trainer oder wie man das nennen mag. Ich bin freier Projektleiter für Eventagenturen und ich betreibe eine kleine Marketingagentur hier in München. Ja, das sind verschiedene Sachen, die ich aber gut unter einen Hut bekomme, die sich auch gegenseitig irgendwo befruchten. Und das ist auch ein super Vorteil, finde ich, dass man eben nicht nur einen Job hat. Wenn man selbstständig ist, und jetzt trinke ich mal noch einen Schluck, hat man auch die Möglichkeit, überhaupt mal sowas wie unternehmerisches Denken und Handeln, ja, anzugehen. Ja, denn wenn ich Angestellter bin, dann gehe ich ja einfach nicht so durch die Welt wie ein Selbstständiger. Was heißt das genau? Ja, dass ich natürlich immer irgendwo schaue, kann ich das vielleicht besser? Könnte ich das auch anbieten? Hey, kann ich nicht vielleicht damit auch Geld verdienen? Ja, also man hat einfach immer einen anderen Blick auf die Dinge. Und ich finde das echt cool. Ja, man hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Aber es gibt mir halt auch ja so gewissen kreativen Freiraum. Ich muss flexibel sein als Selbstständiger.
Und ich muss immer darum bemüht sein, mich zu verbessern, denn nur so kann ich vor allem als ja, Existenzgründer eine Chance haben. Ja, ich muss auch mal flexibel sein, mich an die Zeiten meiner Kunden zu halten oder mich denen in ihren Zeiten anzupassen. Ja. Da kann man halt vielleicht nicht sagen, tut mir leid, außerhalb der Geschäftszeiten, sondern dann macht man es halt möglich. Ja, man muss da bemüht sein. Denn die Kunden kommen natürlich nicht von alleine. Außer ich habe Glück. Ja, aber in der Regel muss man wirklich was dafür tun. Man muss auf Unternehmertreffen gehen, man muss ein bisschen Werbung betreiben, man muss Leute informieren, dass man eben jetzt selbstständig ist. So, das kostet Zeit, aber man muss es tun. Ja? Dann bedeutet selbstständig sein auch, dass ich natürlich gewisse steuerliche Vorteile habe. Und da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, aber es ist schon so, dass es natürlich Dinge gibt, die ich auch als Privatmann nutzen würde, die ich nun gewerblich absetzen kann. Man kann das, man kann da sicherlich Vorteile rausholen. Man darf aber nicht vergessen, man hat natürlich auch einen Aufwand. Ja, man muss das, die Buchhaltung machen und man muss sich eben darum kümmern, man muss diese Belege sammeln. Und ihr kennt es vielleicht von anderen, die selbstständig sind. Aber ja, ich habe das alles hinbekommen. Ich mache das ja auch schon seit 8 Jahren. Natürlich hat man einen erhöhten Arbeitsaufwand bei der Gründung. Man muss sich um viele Dinge kümmern. Man muss auch oft mal Zeit investieren, ohne genau zu wissen, ob es denn auch wirklich Geld gibt. Oft fällt man da auch vielleicht mal auf die Schnauze und man verliert halt dann einfach Zeit. Das heißt, man hat einfach einen erhöhten Arbeitsaufwand. Aber ich finde, das macht Spaß, weil man macht es für sich. Ja, ich habe das nie als anstrengend angesehen. Wenn ich eine coole Idee habe, dann hänge ich da gerne mal Stunden und Tage rein und versuche das umzusetzen. Selbstständig sein bedeutet auch, dass man eben langfristige Sicherheit nur langsam erreichen kann. Ja, man muss sich dann ein gewisses Polster aufbauen, man muss seine Altersvorsorge ordentlich planen, man muss für den Unfall vorsorgen. Das sind alles Dinge, die man nicht vergessen darf und das dauert dann natürlich am Anfang. Und ja, man muss das aber im Hinterkopf immer haben. Ja. Und auch noch als Punkt, habe ich jetzt noch mit eingefügt, man bekommt halt als Selbstständiger, wenn man keine Rücklagen groß hat, und die hat man in der Regel nicht, wenn man sich frisch selbstständig macht und man keine Sicherheiten hat, dann werdet ihr keinen Kredit von der Bank bekommen. Ja, als Angestellter ist das was anderes, da habt ihr ja euer monatliches Einkommen. Ich empfinde das jetzt nicht als großen Nachteil, denn ihr solltet eh keine Kredite aufnehmen, aber manchmal lässt sich das eben nicht verhindern. Ja, und da hat man als Selbstständiger einfach überhaupt keine Chance, da lacht einen die Bank aus. Ja. Weiter möchte ich auf gewisse Voraussetzungen kommen. Das ist natürlich auch alles erstmal nur angeschnitten, denn ich möchte euch das Ganze in kleinen Häppchen hier geben und nicht gleich mit hier so einem Stundenvideo erschlagen. Es wird eh viel zu lang wahrscheinlich. Wie lange haben wir jetzt? 8 Minuten. Trinken wir noch einen Schluck. Aber wir wollen das schon auch ordentlich hier behandeln, ja. Der wichtigste Punkt ist, dass ihr euch überlegen müsst, dass ihr Fähigkeiten und Kenntnisse nun direkt auf dem Markt anbieten müsst. Sonst habt ihr keine Chance als Selbstständiger. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, kann ich etwas? Gibt es dafür Kunden? Und wären die auch bereit, bei euch die Dienstleistung oder das Produkt anzufragen und zu kaufen? Ja? Da komme ich aber auch noch ein bisschen genauer drauf ein, was ich eigentlich damit meine. Als nächster Punkt natürlich die Motivation und auch die Bereitschaft, etwas zu leisten. Also ihr sollt wirklich Bock drauf haben, ihr müsst bereit sein, da was zu investieren und auch in der Früh aufstehen, auch wenn man nicht muss. Ja, man muss da wirklich eine gewisse Motivation haben, aber ich sage, es lohnt sich wirklich. Was natürlich super ist, wenn ihr schon ein gewisses Netzwerk an potenziellen Kunden habt oder Kontakte zu potenziellen Kunden oder zumindest eine Ahnung habt, wie ihr an Kunden kommen könntet, wenn ihr euch selbstständig macht. Und ihr solltet euch, und das wäre nochmal ergänzend zum Punkt 1, eine Vorstellung von eurer Marktsituation machen. Ja, das heißt, erstmal genau überlegen, mit was möchte ich mich selbstständig machen? Gibt es da in meinem Umfeld überhaupt die Möglichkeit, das abzusetzen? Habe ich da eine Chance? Gibt es da nicht vielleicht schon zu viel Konkurrenz? Da muss man sich Zeit nehmen und vielleicht sogar auch professionelle Hilfe, um eben das zu analysieren. Eine gewisse Risikobereitschaft sollte man natürlich auch haben, denn es kann natürlich auch mal nicht so gut klappen. Es kann sein, dass mein Kunde nicht bezahlt oder insolvent geht. Ist mir natürlich auch schon passiert und dann ja, verliert ihr natürlich auch mal Geld. Ist ganz klar. Und ihr solltet eine Kompetenz haben in dem, was ihr anbietet. Ja?
Ihr solltet euch im Klaren sein, dass es nur funktioniert, wenn ihr etwas richtig gut an oder etwas Gutes anbieten könnt. Das heißt, ja, werdet euch da bewusst, dass eine gewisse Kompetenz einfach von Vorteil ist. Ja, es gibt natürlich auch Beispiele, wo Leute nicht kompetent sind und trotzdem erfolgreich, aber das wäre jetzt kein Weg, den ich euch empfehlen möchte. Ja? Und es wäre toll, wenn ihr innovativ seid und vor allem effektiv. Das heißt, wenn ihr einfach Lust habt, Lösungen zu finden, wenn ihr kreativ seid und wenn ihr auch ja, immer bemüht seid, so effektiv wie möglich zu sein, denn sonst verkünstelt man sich oft und dann wird das Ganze vielleicht dann nicht mehr ganz so lukrativ, sondern man muss schon auch ja, ein Auge für die Effektivität immer haben als Selbstständiger. Denn euer Tag hat nur 24 Stunden und am Ende des Monats müsst ihr auch eure Miete bezahlen. Ja, das heißt, man muss sich schon auch überlegen, wie viel Zeit kann ich in welches Projekt wirklich stecken. Dann gibt es natürlich auch noch behördliche Voraussetzungen. Das ist jetzt auch keine Rechtsberatung hier oder so, das sind einfach nur ein paar Stichpunkte, die ich euch geben möchte. Ganz klar, ein Gewerbeschein, und das ist wirklich das Geringste, 40 oder 50 Euro bei der Gemeinde oder beim Kreisverwaltungsreferat und schon habt ihr das. Ja, also das schafft jeder. Dann muss man sich als einzige Versicherung oder als einzigste Versicherung um die Krankenversicherung wirklich kümmern, da ist man verpflichtet. Könnt ihr immer noch freiwillig in der gesetzlichen bleiben oder ihr kommt auch relativ günstig in die private. Hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Ich selber bin privat versichert. Manchmal denke ich mir, wäre es schöner gewesen, noch in der gesetzlichen zu sein, weil man natürlich auch gewisse Abstriche macht. Man muss meistens mit einer Selbstbeteiligung reingehen. Aber da müsstet ihr euch schlau machen, das ist eine Hürde, die kriegt man aber auch hin. Ja. Die Rentenversicherung ist freiwillig, als Arbeitnehmer müsst ihr da drin sein. Da führt ihr ja auch euer Arbeitgeber schön brav ab. Da bin ich sofort am ersten Tag raus. Ja. Bekommen jetzt, wenn ich in Rente gehe, staatliche Rente 243 Euro oder irgendwie sowas. Muss mich jetzt freiwillig versichern, das ist ganz wichtig, oder ich muss da überhaupt einfach eine Altersvorsorge treffen. Für mich war es aber wichtig, dass ich nicht in irgendwas einzahle, wovon ich eh nicht mehr ausgehe, dass man davon was bekommt. Ja, das war für mich also ein Pluspunkt, dass ich jetzt als Selbstständiger sagen konnte, nee, mache ich nicht mehr mit. Genauso die Arbeitslosenversicherung, da kann man auch raus. Man kann sich aber auch noch freiwillig Arbeitslosen versichern. Da müsstet ihr euch schlau machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da am besten meinen Tipp abgebe. So im Nachhinein, glaube ich, wäre ich vielleicht sogar drin geblieben, denn es gibt leider noch nicht so viel oder es gibt gar keine private Alternative. Jetzt leider, ja, sonst würde ich das sofort machen. Ist nicht so teuer. Ja, die Leistung ist natürlich jetzt auch nicht die beste, aber gibt einem vielleicht eine gewisse Sicherheit. Ja, dann muss man eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen. Dafür braucht man eine gewisse Buchhaltung, ja, kein Steuerberater notwendig. Da gibt es schon wirklich einfache und billige Software, die das für einen macht. Ja, man muss aber halt seine Ein- und Ausnahmen dem Finanzamt melden und es muss über einen Zeitraum auch eine Gewinnerzielungsabsicht erkennbar sein. Ja, das ist das Einzige, was das Finanzamt fordert. Ich hätte jetzt noch ergänzen können, dass ihr mehr als einen Kunden haben solltet, wegen sowas wie Scheinselbstständigkeit, aber ich denke, das ist klar. Ja. Und ich muss am Ende des Jahres eine Einnahmen- und Überschussrechnung machen. Diese ja, Finanzsoftwaren machen das dann auch für einen. Als Einzelunternehmer brauche ich da auch noch keinen Steuerberater. Wenn ich eine Körperschaft bin, so wie eine GmbH, dann ist man bilanzpflichtig und das darf dann nur ein Steuerberater. Ja. Aber im Endeffekt kann euch da auch noch ein Büro- oder Buchhaltungsservice helfen, die Steuer vorzubereiten, wenn ihr eben keine Körperschaft seid. Ja, und das wären eigentlich so die behördlichen Sachen. Ansonsten müsst ihr einfach noch Kunden finden und arbeiten. Ja. Dann vielleicht noch ganz kurz etwas über Gesellschaftsform, um euch da auch ja, ein bisschen zu informieren. Ich bin zum Beispiel Einzelunternehmer oder auch Freiberufler. Da braucht man einfach nur einen Gewerbeschein. Sein Name ist dann der Firmenname. Man ist voll mit seinem Privaten haftbar und sonst braucht man nichts. Die GbR wäre dann, wenn mehrere Personen, mehrere Einzelunternehmer zusammen etwas machen. Die GbR hat dann auch eine eigene Steuererklärung, braucht dann auch sowas wie ein eigenes Geschäftskonto. Und der Gewinn wird dann immer an die Gesellschafter in gleichen Teilen ausgeschüttet. Dann gibt es noch eine Unterform vom Einzelunternehmer, wenn man sagen möchte, das mit der Umsatzsteuer, das möchte ich am Anfang noch nicht machen, ja, wovon ich aber abraten würde, weil es ist eh ein durchlaufender Posten. Dann kann man sich eben auch als Kleinunternehmer anmelden, dann ist man erstmal umsatzsteuerbefreit. Könnt ihr mal googeln hier nach dem
gesetzt. Da muss man halt muss man unterhalb einer gewissen Umsatzgrenze sein. Vielleicht ist das ja auch interessant. Dann gibt es noch sowas wie den eingetragenen Kaufmann. Der ist dann auch im Handelsregister eingetragen. Ist aber immer noch voll mit seinem Privaten haftbar. Dann gibt es natürlich die GmbH, hier mit dem Stammkapital von 25.000 Euro. Das ist dann eben auch das Kapital, mit dem man haftet. Und es gibt die Unternehmensgesellschaft haftungsbeschränkt. Das ist so eine neue Form der GmbH. Für Gründung eventuell interessant. Da kann man mit einem Euro Stammkapital starten und man muss dann eben jährlich 25% des Überschusses an Rücklage einstellen. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, so, dann könnt ihr euch selber schlau machen. Ich bin Einzelunternehmer und bin damit glücklich. Ja, hier ein Punkt, auf den ich jetzt noch etwas genauer eingehen möchte. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Wir liegen auch gut in der Zeit. Ich muss mir natürlich wirklich überlegen, was möchte ich anbieten. Und für mich kam da etwas wie, oder kamen da Dienstleistungen in Frage, sei es, dass ich weiterbilde, eben als Trainer, sei es, dass ich als Projektleiter für Eventagenturen eben mein Know-how, meine Zeit und auch mein Können zur Verfügung stelle. Sei es aber auch, dass ich mit anderen Dienstleistern zusammen in der Lage bin, Internetseiten anzubieten, Werbevideos, YouTube-Channels, wie auch immer. Ja, das sind alles Dienstleistungen. Und dafür brauche ich nämlich, das ist der große Vorteil, da brauche ich nicht viel Kapital. Ja, da brauche ich keine großen Produktionsmaschinen, da brauche ich eigentlich nur mich. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, Mensch, aber ich habe hier Produkte, ich kann hier etwas produzieren, ich habe hier eine Fähigkeit oder ich kann toll stricken, häkeln, basteln. Auch das ist natürlich möglich. Was man natürlich nicht vergessen darf, ihr müsst es dann auch noch vertrieben bekommen. Aber das wäre natürlich auch noch eine Form. Ja? Und hier hätten wir dann auch noch die Möglichkeit des Handelns. Ja, ich kenne auch viele, die einfach nur einen guten Riecher dafür haben, günstig Waren einkaufen, günstig beziehen und die dann eben hier mit etwas Gewinn weiterverkaufen. Ja, keine Ahnung, was euch da liegt, von was ihr Ahnung habt, wo ihr gewisse Netzwerke oder Bezugsquellen habt. Oder ihr habt eben für euch die Kombination aus einigen dieser Dingen gewählt. Ja, dass ihr eine Dienstleistung anbietet. Zum Beispiel könnt ihr Internetseiten programmieren, aber genauso bietet ihr dann auch noch umgebaute PCs an, wie auch immer. Ja? Also viele Sachen sind da möglich. Ihr seid da komplett frei. Hilfreich wäre es, ja, wenn man sich ja, überlegt, an welche Zielgruppen dann die einzelnen Dienstleistungen und Produkte angeboten werden. Aber wenn das alles komplett unterschiedlich ist, dann müsst ihr da natürlich auch komplett unterschiedliche Marketingstrategien fahren und dann wird es schon schwieriger. Also es ist einfacher, wenn ihr ja, vielleicht verschiedene Dinge könnt und die für die gleiche Art von Unternehmen und Personen geeignet ist. Das wäre so ein Tipp von mir. Und es hilft natürlich mal einfach, sich umzublicken. Gibt es schon ähnliche Unternehmen? Wenn ja, wie sieht da das Sortiment oder das Portfolio auf? Wie sind denn die aufgestellt? Ja? Wenn ich mir damit im Klaren bin, was ich kann ja, und was ich gerne machen möchte, dann muss ich mir überlegen, habe ich damit überhaupt eine Chance? Und da muss man sich überlegen, über was für Vertriebskanäle man eben seine Dienstleistung anbietet. Ja, jetzt als Beispiel, wenn ich Tätowierer bin, dann muss ich mir überlegen, fahre ich mit einem Mobil durch Deutschland, dann ist mein Einzugsgebiet sehr groß oder habe ich ein kleines Tattoo-Studio? Ja, dann habe ich halt ein Einzugsgebiet von, keine Ahnung, wie viele Kilometern, wie weit man halt bereit ist, zu fahren, um sich tätowieren zu lassen. Ja, und dann der nächste Punkt, wenn wir jetzt beim Beispiel Tattoo-Studio bleiben, wie viele Menschen gibt es denn, die sich überhaupt tätowieren lassen? Ja, und das wäre dann wichtig, hier mal sich schlau zu machen, ob es überhaupt Chancen gibt. Ja, gibt es genug Abnehmer für meine Leistung? Wer ist es denn genau? Wie machen die das? Wie kommen die bis jetzt an ihre Leistungen ran? Ja, schaffe ich es, diese Vertriebswege auch zu stellen? So, das sind die wichtigen Fragen. Dann solltet ihr auch mal gut kalkulieren, mit wie viel Aufwand ist denn eure Leistung verbunden? Vielleicht auch wieder ein Beispiel, damit das klarer rüberkommt. Ich habe mich letztens mal unterhalten, dass es ja zurzeit eigentlich ziemlich angesagt ist, Daten zu digitalisieren. Das heißt, Akten und Ordner einzuscannen, die auf Festplatten oder DVDs oder wie auch immer abzuspeichern. Und da haben wir uns mal überlegt, was für ein Aufwand das halt ist. Ja, und da sind wir halt schnell drauf gekommen, dass man da halt wahrscheinlich schon riesige Maschinen braucht, die halt wirklich automatisch
mehrere Seiten einscannen, PDFs automatisch generieren, die im besten Fall noch automatisch irgendwo abspeichern, denn sonst ist das halt ein Riesenaufwand. Stellt euch das vor, so ein DIN A4-Ordner, Akten, vielleicht noch mit so unterschiedlichen Trennseiten drin, das zu digitalisieren, ja, da muss man das einzeln einscannen, abspeichern, eine gewisse Ordnerstruktur, das ordentlich benennen, dass man es auch wiederfindet. Und da ist dann die Idee der Selbstständigkeit von so einem kleinen Geschäft mit zum Digitalisieren schnell vorbei. Ja, und das müsst ihr euch halt im Klaren sein. Eventuell habt ihr eine Marktlücke entdeckt. Ja, dann habt ihr nicht viel Referenz, die ihr euch anschauen könnt, weil dann gibt es ja noch nicht viel. Da müsst ihr halt überlegen, wie schaffe ich es denn, diese Marktlücke zu bedienen? Wie kommen denn die Leute auf mich zu? Ja, wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Was hebt mich von meinen Mitbewerbern ab? Oder besser gesagt, welche Vorteile habe ich gegenüber meiner Mitbewerber? Das müsst ihr euch im Klaren sein. Was ist das Argument, was man auch auf euren Flyer draufschreiben würde? Warum sollte man zu euch kommen und nicht zu jemand anders? Und das müsst ihr beantworten können, weil sonst ja, wird es schwierig. Wie sollt ihr dann überzeugen? Ja, und jetzt haben wir noch zwei Seiten. Einmal ein paar Risiken und einmal ein paar Vorteile, um das Ganze auch hier ordentlich beleuchtet zu haben. Risiken sind natürlich, dass ich dieses Marktpotenzial total überschätze und dann am Ende nicht genug Aufträge bekomme, weil es zu viel Konkurrenten gibt oder einfach nicht genug Kunden. Ne? Es kann sein, dass ich einfach unwirtschaftlich oder unwirtschaftlich handle, trotz hoher Aufträge, aber einfach pro Auftrag zu viel Kosten habe und es sich dann trotzdem nicht lohnt. Ich dann voll ausgelastet bin, aber trotzdem nicht genug erwirtschafte. Ja? Es kann sein, dass ich eigentlich top ausgerichtet bin, die Marktsituation passt, meine Leistungen sind gut, die ich anbieten will, aber ich habe einfach kein oder schlechtes Marketing betrieben und dann weiß keiner, dass es mich gibt. Ja? Daraus ergibt sich dann eigentlich auch oft das Problem, dass auch die laufenden Kosten unterschätzt werden und nicht sofort durch die Einnahmen der Selbstständigkeit gedeckt werden und dann kommt man ins Minus. Ja? Und ihr habt natürlich laufende Kosten vom ersten Monat, wo ihr euch selbstständig macht. Ihr werdet immer noch Miete zahlen müssen. Diese ganzen Fixkosten, die müsste man wirklich so gering wie möglich halten am Anfang. Und da muss man wirklich schon so einen 2-3-Jahres-Plan haben, wie man es schafft, diese Fixkosten plus natürlich das, was man braucht, auch wirklich zu verdienen. Ja. Etwas, was auch am Anfang vielen vielleicht passieren kann, dass man Mehrwertsteuereinnahmen eben nicht zurückstellt, und die ausgibt. Das heißt, ich stelle eine Rechnung an den Kunden, bekomme meinen Verdienst plus die Mehrwertsteuer auf mein Konto überwiesen und dann dauert es halt, bis ich meine Steuererklärung mache oder meine Umsatzsteuervoranmeldung und bis ich das dann ans Finanzamt hätte abführen sollen, habe ich schon für was anderes ausgegeben. Ja, und das Finanzamt ist da nicht zimperlich, dann habt ihr schnell Probleme. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Risiko, kann man natürlich vermeiden, wenn man ein bisschen plant, ja, und zum Beispiel die Steuer immer auf ein extra Konto macht. Ein weiteres Risiko ist auch, dass man sich eben zu schlecht absichert privat, weil man eben die laufenden Kosten gering halten will und dann schon auch bei einem Unfall oder bei Krankheit ja, wirklich Probleme hat und vielleicht nicht ganz weiter weiß, ja, weil man natürlich vielleicht erstmal gewisse Arztkosten selber zahlen muss, eine Selbstbeteiligung vielleicht hat, wenn man privat versichert ist. Man bekommt eben kein Krankengeld, wenn man sich nicht Krankentagesgeld eben oder sich das gegönnt hat bei seiner Krankenversicherung, das kostet natürlich auch alles was. Und das sollte man im Hinterkopf haben. Man sollte auch immer ein gewisses finanzielles Polster haben, wenn man sich selbstständig macht, um eben, ja genau, in solchen Fällen abgesichert zu sein. Ja, ich wäre ja auch nicht selbstständig, wenn es nicht auch Chancen geben würde. Und wenn das jetzt alles nur negativ wäre, dann würde ich auch gar nicht so ein Video machen. Das heißt, natürlich überwiegen für mich die Chancen, aber das muss jeder selber wissen, denn das ist was ganz Persönliches, wie sehr man was gewichtet. Ja? Für mich ist einer der wichtigsten Punkte, dass ich ein freies Leben ohne eintönigen Job. Ja, ich kann jederzeit meine Auftragslage ändern, meine Kunden oder andere Kunden versuchen zu akquirieren. Ich kann immer versuchen, mein Leben aktiv zu gestalten. Kein Tag ist wie der andere. Das ist wirklich so und das ist für mich einfach ein Geschenk. Ja? Wenn ich selbstständig bin, kann ich natürlich auch sagen, dass Fleiß und gute Ideen
wirklich auch belohnt werden. Ja, seid ihr Angestellter und seid besonders effektiv oder habt besonders tolle Ideen, dann werdet ihr vielleicht mal befördert oder bekommt vielleicht mal eine Lohnerhöhung, eine Gehaltserhöhung. Aber als Selbstständiger kann das sich direkt lohnen, wenn ihr eine super Idee habt oder besonders fleißig seid. Das ist auf jeden Fall was Tolles. Ja. Ich habe die Möglichkeit, finanziell unabhängig zu werden, kann es auf jeden Fall realisieren. Die Voraussetzungen müssen halt stimmen und ich muss vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Ja. Wenn wir das jetzt weiter treiben, dann schaffe ich es natürlich auch, vielleicht mal Arbeitsplätze zu generieren und somit Einkommen für andere. Ja, das ist natürlich auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Das ist natürlich wichtig, dass es sowas wie einen wachsenden Mittelstand gibt und es kann nur funktionieren, wenn es halt auch Mutige gibt, die bereit sind, sich selbstständig zu machen. Man hat als Selbstständiger in der Regel keinen festen Stunden- oder Monatslohn. Man verhandelt sowas ja auch mit Kunden relativ flexibel. Das heißt dann natürlich, umso geschickter ich bin und umso effektiver ich auch bin in dem, was ich mache, umso mehr Luft habe ich natürlich finanziell auch nach oben. Ja? Als Angestellter gibt es halt sowas wie Tarife oder ihr werdet wahrscheinlich auch nicht mehr verdienen können, wie euer Chef selber in dem Laden verdient. Ja? Aber als Selbstständiger habt ihr nach oben keine Grenze. Ja? Ihr habt Möglichkeiten, je nachdem, ja, was halt dabei rauskommt. Aber die Chance ist da. Als Selbstständiger kann ich eine Idee haben und habe eigentlich die Möglichkeit, außer ich bin vertraglich oder auftragsmäßig so sehr eingebunden, aber ich kann eigentlich die Idee sofort umsetzen. Da ist dann wieder dieser unternehmerische Gedanke. Und das ist für mich auch richtig cool zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt morgen eine Idee habe, dann mache ich die entsprechende Internetseite noch übermorgen und dann probiere ich es einfach. Ja? Und ein weiterer Vorteil, man ist nicht abhängig von nur einem Arbeitgeber. Ja, das ist für mich ein Vorteil. Denn wenn dein Chef pleite geht oder die Firma, für die du arbeitest, dann bist du komplett auf der Straße. Aber wenn einer meiner Kunden pleite geht oder abspringt, habe ich immer noch ein paar andere und stehe nicht komplett ohne allem da. Ja? Das ist für mich dann eher ein höheres Risiko, sogar wenn man Angestellter ist, als wenn man selbstständig ist und das Risiko auf mehrere Kunden verteilen kann. Ja. Und ich empfinde auch, als Selbstständiger hat man einfach ein Leben voller Selbstverwirklichung, denn ich kann wirklich sagen, ich habe Dinge geschaffen, ich habe selber die Verantwortung dafür getragen. Und das ist für mich einfach ein ganz anderes Gefühl, wie wenn ich halt nur so ein Erfüllungsgehilfe in so einem großen Projekt für irgendjemand anderen war, der dann aber eigentlich der Erschaffer ist. Ja, und ich fühle mich so als Erschaffer, ich bin so ein Machertyp und ja, da komme ich eigentlich auch nur als Selbstständiger wirklich zur Geltung. Ja, das war es auch schon von mir. Es sind jetzt doch fast 30 Minuten geworden, aber ging jetzt auch nicht kürzer. Ich freue mich über Kommentare, über Verlinkung und natürlich über Daumen hoch. Wenn ihr noch Ideen habt, Anregungen, wie es vielleicht weitergehen soll, über was mein nächstes Thema sein soll, gerne einen Kommentar dazu. Ja. Ich werde auf jeden Fall auch wieder über die Selbstständigkeit noch weitere Videos machen, denn da gibt es noch viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Manuel.